Herzlich willkommen, mein Name ist Chris Steljes und in diesem Video verrate ich dir den dritten Schritt zur Entwicklung deines Alleinstellungsmerkmals. Wie gesagt, wir sind jetzt schon bei Schritt 3. Die anderen beiden Teile, also Teil 1 und Teil 2, also Schritt 1 und Schritt 2, findest du über diesem Video. Dort findest du einen Button, bei dem du dir alle Teile per Video, per E-Mail downloaden kannst. Wie gesagt, die ersten beiden Schritte waren, als erstes deine Mitbewerber zu analysieren. Das heißt also, du schaust, okay, was sind die Stärken meiner Mitbewerber und wie heben diese sich ab? Im besten Fall heben diese sich noch gar nicht ab. Als nächstes definierst du deine Stärken. Das heißt also, du guckst, was sind meine Stärken? Ja, und schreibst es auch auf. Das heißt also, wir wissen jetzt, okay, meine Mitbewerber heben sich so und so vom Markt ab. Meine Stärken sind diese und diese. Und im dritten Teil oder im dritten Schritt guckst du, dass du herausfindest, was dein Kunde will. Ja, der dritte Schritt ist also, finde heraus, was dein Kunde will. Mach eine genaue Recherche von den Dingen, die deinen Kunden interessieren. Ja, bei einem Unternehmen. Beispielsweise, wenn du ein Pizzaservice bist. Ja, was ist eine der wichtigsten Sachen, wenn man sich eine Pizza bestellt, dass die Pizza schnell geliefert wird? Ja, das ist eine, kennt jeder, der sich schon mal etwas nach Hause zu essen bestellt hat. Was ist dir wichtig, dass das Ganze schnell geliefert wird? Und es gibt sogar ein sehr, sehr bekanntes Unternehmen, nämlich Joey's Pizza. Joey's Pizza hat sich dadurch abgehoben, dass sie eine unglaublich schnelle Lieferzeit haben, beziehungsweise haben sie das Ganze wirklich klar formuliert in ihrem USP. Und zwar haben sie gesagt, du hältst deine Pizza in 30 Minuten oder die Pizza ist kostenlos. Ja? Eine der besten USPs, die du haben kannst. Ja? Und genau das solltest du tun. Das heißt also, du findest im dritten Schritt heraus, was dein Kunde will. Und dann haben wir drei Sachen. Ja? Das heißt, wir haben jetzt unsere Mitbewerber analysiert. Wir haben davon eine Liste, wodurch heben sich meine Mitbewerber ab. Wir haben deine Stärken definiert. Du hast dir also aufgeschrieben, okay, was sind meine Stärken? Was könnte ich potenziell als USP definieren? Und im dritten Schritt sagst du, okay, jetzt finde ich heraus, was meine Kunden wollen. Und dann haben wir also drei Sachen. Also deine Konkurrenten, deine Stärken und das, was deine Kunden wollen. Und weiter geht es dann im vierten Schritt, den du dir kostenlos per E-Mail downloaden kannst, indem du hier oben auf den Button klickst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, nämlich im vierten Schritt wieder. Bis dahin, ciao.